Heute der 22. August, 13.33 Uhr. Und hier können die Leute sich anstellen zur großen Hafenrundfahrt. Und ihr seht da hinten den Raddampfer. Ja, also, da hinten die Elbfilm. Philharmonie, jetzt habe ich es rausgekriegt, also die Elbphilharmonie. Ein Sonnendeck. Da hinten der Hafen, also ein Teil des Hafens. Ja, man sieht die vielen, vielen Kräne. Ja, und der Fluss ist natürlich die Elbe. Und da hinten wird immer noch der König der Löwen aufgeführt. Da hinten das gelbe Zelt oder ja. Ja, so sieht es aus hier in Hamburg. Und wie gesagt, hier vorne kann man zur großen Hafenrundfahrt starten. Und dann wird man auch wieder angelandet. Rein theoretisch. Ne? Und hier haben wir Strand mit Strandbar. Ja, also Hamburg live. Hamburg live. Da drüben Blum und Voss. Dock Elbe 17. Es ist vor längerer Zeit, wo ich da schon mal hier war, war dort auch ein riesengroßes Fahrgastschiff. Und da ist natürlich keins in Sicht. Aber ja, aber die Kräne, die waren damals auch schon. Und wir hatten dann eine Stadtrundfahrt und natürlich eine Hafenrundfahrt gemacht. War ganz interessant. Müssen wir heute nicht machen unbedingt. Ja, also. Also ich habe es euch versprochen, ganz anderes Flair wie bei uns zu Hause. Und das macht es ja aus, wenn man im Urlaub ist, dass man dann auf jeden Fall auch fasziniert ist von einem anderen Flair. Und diesmal Hamburg bzw. Norddeutschland. Ja, es war eine unheimliche Tortur hier mit dem Wohnmobil hier irgendwo unterzukommen. Dort das Türmchen in der Ferne, seht ihr, das ist der Michel. Und ja, schön, sehr schön. Hier ist der St. Pauli Elbtunnel. Ja, die Aufzüge sollen benutzt werden. Hier sind wir an den Landungsbrücken und wie ihr seht, ja immer noch in Hamburg und ja, Hotel Hafen Hamburg hier oben. Ja, jetzt haben wir ein schönes Fischbrötchen gegessen, muss auch mal sein. Und ja, sieht schon. Ja, immer noch so aus wie vor etlichen Jahren. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Landungsbrücken und natürlich die Elbphilharmonie, die so relativ teuer war. Ja, also, und hier drüben sehen wir nochmal König der Löwen. So, jetzt sind wir der Elbphilharmonie etwas näher gekommen und hier drüben sieht man das auch nochmal, der König der Löwen, also der Veranstaltungsort. Und hier sieht man den Hafen auf der Gegenseite der Elbe und hier hinten die Spitze, das ist der Michel. Hier nochmal der Blick zu den Landungsbrücken.
Ja, ist ganz schön was los hier in Hamburg, wie eigentlich ja, so gut wie immer. Ja, Hafenrundfahrten gibt es hier genug. Hier kann man noch Schiffe vermieten oder nicht vermieten, sondern mieten. Also die, die sie vermieten, die sitzen dort dahinter. Und ja, Bordpartys können gefeiert werden. Ja, also gibt es schon Sachen. Ja, zuerst mal hier hochgehen zum Michel. Ja, wenn ich dieses Gebäude sehe, frage ich mich, was hat Hamburg und Chemnitz gemeinsam? Hamburg hat den Michel und Chemnitz hat den Nischel. Leute, lasst euch euren Humor nicht nehmen, vor allen Dingen in dieser Zeit. Super. Hier gibt es auch eine Michel-Garage. Also die haben wir in Chemnitz, eine Nischelgarage nicht. Also das haben wir da nicht. Hier haben wir unterhalb vom Michel haben wir eine Spiel- und Liegewiese. Und wir haben es hier 14 Uhr 24. Und hier ist natürlich auch ein Springbrunnen. Dort hinten ist wieder diese Elbe. Philharmonie und dann davon etwas links gehalten ist dann die Speicherstadt. Ja, das ist nur ein Bruchteil von Hamburg, aber wie gesagt, wir werden dann noch zum Fischmarkt gehen und vielleicht noch ein Fischbrötchen essen. Ja, also für 3 Stunden Wohnmobil hinstellen, aber das spielt dort keine Rolle, ob es ein Wohnmobil oder ein PKW ist. Und sage und schreibe 9 Euro. Aber naja, gut, im Urlaub und ich noch eine Stunde herumfahre, um mein Wohnmobil hier nicht unterstellen oder abstellen zu können. Macht man das. Es ist ja, kein Problem. Das geht schon mal. Ja, also im Hintergrund noch einmal der Michel. Und hier, ja, da guckst du. Da guckst du. Ja, also die Stadtrundfahrt mit den offenen Bussen, das ist auch eigentlich ein Hingucker und ist auch ganz interessant, weil gibt auch noch sehr schöne Stellen hier in Hamburg, zum Beispiel das Rathaus, auch sehr, sehr schön und gibt es noch so viele Altona und viele, viele Stadtteile von Hamburg sind eigentlich auch sehenswert. Ja, also dann die große und die kleine Alster ist auch sehr schön. Ja. So, jetzt geht es wieder zu den Elbbrücken. Da drüben haben wir die Überseebrücke. Also wir stechen heute nicht in See, also nicht Übersee. Sind am Fluss, die Elbe. Und hier sehen wir noch mal diese Elbphilharmonie. Und dort hinten ist die Speicherstadt. Und jetzt drehe ich mich noch mal. Ja, das ist Hamburg Live. Hamburg Live. Ja. So, da hinten sehen wir noch mal den Michel aus Hamburg. Hat sich schon ein bisschen versteckt. Ja, da sieht man nochmal rechts der König der Löwen und links, das konnte ich nicht richtig sehen, ja, die Eiskönigin wird dort gespielt. Wahnsinn. Und da hinten geht es zu einem Museumsschiff.
Und das ist ja tägliche Besichtigung. So, hier sieht man noch einmal die Landungsbrücken und ganz dort hinten sieht man ja die Fischhalle. Und da gehen wir dann auch noch mal vorbei. Lust hier zu klettern. Ja, also das ist dieses Museumsschiff. Ich habe hier eine Episode, muss ich noch erzählen, wo ich das letzte Mal hier war. War auch ein Segelschiff hier und so wie hier vorn. Und das war als Gaststätte ausgebaut. Und wir kommen dorthin und am Nachbartisch hat jemand ein Kalbsschnitzel bestellt gehabt und wollte es aber nicht. Und er ist wieder zurück in die Küche gegangen. Und da ich natürlich ein Schnitzel-Fan bin, habe ich dieses Kalbsschnitzel wahrscheinlich bekommen. Und leider war das in der falschen Pfanne zum Aufwärmen gelandet. Und das hat total nach Fisch geschmeckt. Und das hatte ich dann bemängelt. Die Dame, also die Kellnerin, die hatte dann natürlich gesagt, ob ich was anderes möchte. Ich sage nein, mir ist leider der Appetit vergangen und habe es dann auch nicht bezahlen brauchen. Aber wie gesagt, ich habe mir so halb reingewürscht und die Augen verdreht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte es nur mal sagen, was mich eigentlich mit Hamburg und mit Essen hier an der Elbe verbindet. Nur mal so. Also nicht böse gemeint, aber ja, Wahnsinn. Ja, wenn ich die Fahnen sehe, dort diese Wehen. Hamburg ist bunt, Regenbogenfahne. Ja, da fällt mir nichts anderes ein. Ja, ich wollte es euch mal zeigen, ja, was hier alles abgeht. Ja, hier vorne, da spielt jemand auf dem Dudelsack. Ich hoffe, man hört das im Handy. Ja, der eine spielt am Dudelsack und der andere, der hat einen Staubsauger. Aber das ist was anderes. Ja, also solche Eindrücke, die stürzen hier oder stürmen auf einen ein. Aber naja, gut, man muss es eben verarbeiten können. Und verarbeiten. Also wie das hier richtig gemeint ist, ich weiß es auch nicht. Mache schmutzige Geschäfte. Ja, also Fragen über Fragen wieder heute. Selbst hier in Hamburg. Oder gerade in Hamburg. Aber naja, gut. Klären wir heute nicht mehr ganz. Denke ich mal. Aber ist schon mal gut, wenn es mal mit dem Video ja, mit verarbeitet wird. Und ich denke mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, also hier haben wir ein Hafentor. Backhaus. Ja. Da spielt noch jemand, mein Onkel hat immer auch gespielt und hat immer gesagt, Schifferklavier. Ja, passt irgendwie, Schifferklavier. Ich war vorhin gerade mal und hier an der Elbe hat es auch mit Schiffen zu tun. Ja, also wie gesagt, lasst euch euren Humor nicht wegnehmen. Da sitzt einer im goldenen Anzug, ohne Stuhl, ist auch ganz gut. Ja. Ja, also sehr viele Eindrücke, die stürzen auf ein Ei hier, aber naja, gut. So, hier haben wir dann nochmal die ganzen Landungsbrücken. Und hier vorne ist ein Lockbräu, also eine Bierbrauerei an der Ecke. Ja, Wetter ist eigentlich wunderbar. Nicht ganz blauer Himmel, aber ja, hier haben wir mal ein bisschen, ja, also manche sagen Kaiserwetter, aber nicht ganz, also das ist nicht ganz so, ja. Und genau hier, wo man das sieht, die Elbe, da ist natürlich auch Wasser von der Chemnitz, von der Zwickauer Mulde, von der Flöha und ja, von allen Flüssen und Bächen, die auch bei uns ja, dann in größere Flüsse und dann münden sie in die Elbe ein. Ja, so ist das halt. So ist das.
Diese Schiffe, die haben alle einen Namen und die heißen aber alle mit Familiennamen Abicht. Eine Iris, ein Hugo, eine Nelly und ein Rainer, ein Willi. Ja. Also, grüß dich, Willi. Ja, so sieht's aus hier in Hamburg. Und jetzt kommt dieses Raddampfer. Ja, also es ist interessant und wie gesagt, ja, passieren viele Dinge, meist positive, aber naja, gut. Ja, die Eiskönigin. Nein, da habe ich jetzt zu viel versprochen. Das ist nicht der Raddampfer. Das ist nicht der Raddampfer. Sag so aus, aber mal sehen, wo der. Ja, nee, das war ein anderes Schiff. Also, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren hier. Also bei den vielen Eindrücken hier in Hamburg. Hier habe ich ein Backfischbrötchen und habe aber leider schon reingebissen. Na, ich wollte es aber mal zeigen. Ich wollte es mal zeigen, wie es hier, ja, was es so gibt, kulinarisches. Und was soll man was anderes oder was soll man anderes essen, wenn man in Hamburg ist. Ja, also nochmal lecker. Die Daube, die hat sich noch schnell mal umgezogen. Sagenhaft, sagenhaft. Eindrücke über Eindrücke heute hier in Hamburg. Wahnsinn. Ja, also das ist nicht die Zentrale der Blockwarte. Nein, das ist Blockreu. So heißt das hier in Hamburg. Und ja. Ja, ich habe heute auch sehr viele Leute gesehen, wo man meint, die sind beim Sonnenbaden liegen geblieben irgendwie. Aber naja, aber Hamburg ist eben Hamburg. Ja. Ach, hier haben wir noch die Jette. Ja. So sieht's aus. Also wie gesagt, Elbwasser über Elbwasser. Und ja, wird es noch mehr geben. Dieser Tage. Ja, also bei der Elbphilharmonie, da war sowas mal, da stand was in der Presse, wo ein Fenster um die 60.000 Euro gekostet hat. Ach, das ist alles vergessen. Alles vergessen. Sind ja nur Steuergelder. Leute, ihr wisst das, ihr kennt das. Aber im negativen Sinne, ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber man sieht viele Sachen und erinnert sich an viele Sachen. Jetzt wird es nochmal Richtung Fischmarkt gehen und ja, bis gleich. Ja, jetzt haben wir ihn gefunden, das Schiff mit dem Raddampfer oder was als Raddampfer gebaut ist. Jetzt haben wir es gefunden. Ja, hier gibt es auch das Hardrock-Café. Ja, also man sieht schon ein bisschen was hier. So, und hier gibt es den Bar Kassenmeier. Ach nee, Bar Kassenmeier war das. Also Leute, lasst euch den Humor nicht wegnehmen. Ja, also ich bin heute eigentlich auch gut drauf hier im Urlaub. Der zweite Tag, Hamburg. Ja, ich denke mal, gut, bis jetzt hat es sich gelohnt von den Eindrücken und, ja, und den lustigen Einlachen, denke ich mal. Ja, also das ist ein, also der Dock 3 Beach Club, also der Strandclub, was ich von vorne schon mal gefilmt hatte. Aber wie das hieß, das wusste ich natürlich nicht.
Aber jetzt haben wir es. Dock 3 Beach Club. Ja, hier nochmal ein schöner Blick in den Hafen. Der Hamburger Hafen. Und da hinten ist die Fischhalle. Und da gehen wir dann hin. Hier auf den Türmchen haben wir noch Radar. Radar, falls man doch einmal hier Nebel hier hat und schlechte Sicht. Und wieder ist eine große Hafenrundfahrt gestartet. Die kommt jetzt gleich vorbei. Ja, der Elbkristall ist hier unterwegs. Jetzt hatte ich ein Schiff, es könnte der Elbkristall gewesen sein, der auch richtig schön gehupt hat. Dreimal gehupt, ich dachte, das vierte Mal macht das nochmal. Ja, hatte ich das Video ganz kurz gestartet wieder, aber hat eben nicht gehupt nochmal, um jetzt so ein Flair mal mit einzubinden. Aber naja, gut. So ist es dann, so eine Art Vorführeffekt. Aber wenn man den Humor dabei nicht verliert, ist das doch eine super Sache. So, hier haben wir noch ein Flugzeug hier oben. Ich bin nur müde, aber so Füße oder so tun jetzt nicht. Also ich sag's ja, hier sind so viele Eindrücke, die auf einen hier stürzen. Also das Flugzeug stürzt nicht ab, es landet hier in Hamburg. So, also ihr seht es dort, 600 Meter bis zum Fischmarkt. Und da werde ich jetzt hinlaufen. Ja, was sieht man hier? Den Fischmarkt. Aber, also heute ist nichts mit Fisch, das ist immer früh. Und ich gehe dann mal dort vor. Und zeigt das natürlich auch, wenn man einmal hier in Hamburg ist, muss man das auch gesehen haben. Ja, hier haben wir das Schiff, der König der Löwen, wo die Leute dann immer dort ja, über die Elbe geschippert werden. Ja, und im Hintergrund der Hafen. Und hier geht es natürlich Richtung Fischmarkt. Und ja. St. Pauli ist auch sehr schön und Altona. Ja, also Hamburg, Hamburg live. Hier haben wir das U-Boot-Museum von Hamburg. Da war ich auch letztens auf jeden Fall schon mal drauf auf den U-Boot und habe mir das besichtigt. Und ja, jetzt schaue ich mir das mal an von dieser Landungsbrücke. Hier seht ihr es. Ja, ich denke mal, der Zahn der Zeit hat hier ganz schön genagt. Aber das ist das U-Boot. Und da kann man natürlich reingehen. Ob da immer noch, also ob dieses U-Boot tauchen kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, also vor mehreren Jahren war ich auf jeden Fall hier mal drauf bzw. durchgelaufen. Auch sehr interessant. Die Platzverhältnisse sind zwar, ja, muss man sich dran gewöhnen, aber ja, so ist das halt in einem U-Boot. Ja, also der Fischmarkt ist sonntags immer. Und hier stehen auch viele Wohnmobile. Und das hier vorne ist natürlich der legendäre Fischmarkt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und dann geht's wieder zum Wohnmobil und ja, und dann werden wir sehen,
wo es weitergeht. Ich verrate mal noch nichts. Das klingt ja auch gut. Durst? Fragezeichen. Über 200 Biere aus Hamburg und aller Welt. Gekühlt zum Mitnehmen. Oho. Ja, hier sieht man auch sofort, ja, ein Fisch als Wetterfahne. So, also das ist die Fischhalle hier in Hamburg. Und das schauen wir uns nochmal an, das Bauwerk. Diese Landungsbrücken, die müssen natürlich auch den unterschiedlichen Wasserstand der Elbe hier ausgleichen. Und ja, ob das hier ist oder auch hier vorne, das ist schon gigantisch, weil hat es ja schon öfters gegeben, dass die Flut, die von der Nordsee, die hier in die Elbe reindrückt, hier zu Überschwemmungen und Hochwasser führt und geführt hat. Ja, also das laufe ich noch mal bis hier vor, und das ist Altona. So, seht ihr diese Fahnen? Diese bunten Fahnen, ja, da sage ich mal lieber nichts dazu. Aber hier sehen wir nochmal von der vorderen Seite, also von der Elbseite her, die Fischhalle in Hamburg vom Fischmarkt. Und hier nochmal die Silhouette von den Türmchen, auch vom Michel und vom Dom. Noch einmal das typische. Und ich denke mal, mit den Bildern, ich hatte eigentlich gedacht, dass das hier kein Krach wird, aber ich werde das Beenden des Videos dann irgendwo machen, wo es ruhiger ist. Mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Ja, der Krawall, der ist noch zu hören, aber aus der Ferne. Und wie gesagt, dieses Video läuft unter der Rubrik "So schön ist unsere Heimat", und macht's schön gut. Man sieht sich auf der Straße oder anderswo wie hier in Hamburg. Tschüss. Einen habe ich noch, die Louisiana Star Raddampfer ist hier in Aktion, und das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe mein Handy noch nicht ausgemacht gehabt. Und jetzt kommt noch König der Löwen. Sehr schön. Und das sind die letzten Bilder von diesem, denke ich mal, interessanten und schönen Video aus Hamburg. Tschüss, bis bald.